Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits in der letzten Wahlperiode, als ich Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Wirecard sein durfte, der von November 2020 bis Juni 2021 in 32 Sitzungen 110 Personen vernahm und entsprechend befragte, war das Fazit: Bei diesem Fall handelt es sich nicht nur um ein kriminelles System zur Bereicherung Einzelner, sondern auch auf Staatsversagen und um Staatsversagen auf allen Ebenen, meine Damen und Herren. Und da war eben auch dieser Herr Scholz und Herr Tonka, ich sehe ihn da, da waren Sie noch sehr eifrig. Das muss ich jetzt auf der Regierungsbank so ein bisschen vermissen. Auch dort, und es gibt Bücher dazu, empfehle ich auch den Zuschauern und Zuschauern, damit sie einfach wissen, welche Person dieser Kanzler ist. Die Akte Scholz, und die ist lang. Die fängt an bei G20, geht über seine Verstrickungen bei Wirecard und sein Nichtwissen und setzt sich bis zum heutigen Tag fort, meine Damen und Herren. Bereits fünfmal war bis dato über Cum-Ex-Thematik beraten worden oder der Kanzler befragt. Wir können uns alle noch erinnern, Herr Zimmermann ist wahrscheinlich schon wieder als Last Line of Defense hier. Bereits im März 2021 wurde der Bundeskanzler in einer Sitzung des Finanzausschusses geladen. Damals konnte er sich immerhin, verehrte Zuschauer, auf hartnäckiges Nachfragen an ein Treffen mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Warburg Bank, Herrn Olearius, erinnern. Später, im Juli, räumte er ein, er könne sich an drei Treffen erinnern. Auch das ist alles amtlich hier in den Protokollen festgehalten, um dann im Hamburger Untersuchungsausschuss im September, also mal gerade drei Monate später, sich an keines dieser Treffen zu erinnern, meine Damen und Herren. Über die Glaubwürdigkeit eines solchen Kanzlers machen Sie sich bitte selbst Ihre Gedanken. Herr Bundeskanzler, Sie sind nicht hier. Sie sind für das Amt des Kanzlers schon in der Vorbildrolle und Ihrer Eigenschaft ungeeignet, meine Damen und Herren. Und viele internationale Beobachter, die nach den Vernehmungen mit mir sprachen, dass dieser Mann überhaupt noch Finanzminister zum damaligen Zeitpunkt sein konnte, ist ein Unding. Dass er aber Kanzlerkandidat und dann Kanzler wurde, das schlägt dem Fass den Boden auf, meine Damen und Herren. Dieser Mann, da können Sie jetzt schreien, wie Sie wollen, dieser Mann ist eine Schande für den Rechtsstaat. Und die Beweislage, meine Damen und Herren, die wir hier sehen, die ist schon erschütternd, wenn wir dann noch über die Staatsanwaltschaft in Hamburg sprechen. Gerhard Strater, ein namhafter Strafrechtler, hat gegen Herrn Olearius und diesen Kanzler Strafanzeige gestellt. Und was haben die Hamburger Untersuchungsbehörden, die Staatsanwaltschaft gemacht? Gar nichts. Er ist dann nach NRW gegangen, und immerhin dort hat die Staatsanwaltschaft gegen Herrn Olearius ein Verfahren eingeleitet. Da lobe ich mir schon die Vereinigten Staaten, über die Sie immer so schimpfen. Da genießt kein Amtsinhaber oder Ex-Präsident entsprechend irgendwelche Privilegien. Das sagt auch einiges über unsere Staatsanwaltschaft und vielleicht auch die Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes aus. Ironie off, meine Damen und Herren. Insgesamt zeigt das Verhalten aller Beteiligten, wie notwendig es ist, dass die AfD bald die Amtsgeschäfte in diesem Lande führt. Denn der rot-grüne Filz in Hamburg, meine Damen und Herren, und Fritz Günzler, dass Sie hier lachen, Sie haben ja selbst gesagt, zu Cum-Ex brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Das haben Sie in mehreren Debatten gesagt, und heute sind doch viele der Meinung, dass wir hier entsprechend verhandeln sollten. Aber als wenn das, liebe Bürgerinnen und Bürger, nicht genug wäre, verschwinden, auch das muss man sich mal vorstellen, in einem Rechtsstaat, zwei Laptops in Hamburg aus einem Tresor, den die Staatsanwaltschaft Köln zur Verfügung gestellt hat. Auf denen sollen sich 700.000 Mails befunden haben. Und ich glaube, da wären wahrscheinlich dann die Mails dabei gewesen, die dann endlich den Kanzler und die SPD zur Rechtsstaatlichkeit zurückgebracht hätten, dass dieser Kanzler zurücktritt. Ein Stabsleiter immerhin, da muss man sich fragen, Ihr Untersuchungsausschussvorsitzender, Herr Petersen, was hat der da eigentlich zu sagen? Ein Stabsleiter Ihres Arbeitskreises, natürlich auch SPD, entscheidet dort, dass diese Laptops wohl vorübergehend verschwinden, meine Damen und Herren. Ich glaube, das macht in aller Deutlichkeit allen klar, warum hier in Berlin ein Untersuchungsausschuss zur Thematik Cum-Ex und Warburg Bank stattfinden will. Ihr Untersuchungsausschuss in Hamburg
besitzt weder die Fähigkeit noch den Willen noch die richtigen Personen, diesen Skandal, der die Menschen hier in diesem Lande zutiefst in ihrem Rechtsbewusstsein erschüttert, aufzuklären, meine Damen und Herren. Da brauchen Sie ja nicht bla 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 zu sagen. Das ist Ihre Meinung über das Volk da draußen, meine Damen und Herren. Das ist die SPD von heute. Bla bla bla. Es geht ja auch nur um 47 Millionen Euro, die hier entsprechend erst mal niedergeschlagen worden sind und erst auf Intervention aus Berlin hin dann doch eingefordert worden sind, meine Damen und Herren. Alles in allem bleibt es dabei. Meine Fraktion erwartet, dass hier ein Untersuchungsausschuss stattfindet. Ich hoffe, auch hier erteilt das Verfassungsgericht Nachhilfe. Es wäre aber besser, Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Tritt endlich zurück. Vielen Dank. Wir sind in einer Aktuellen Stunde. Da beträgt die Redezeit konstant fünf Minuten. Und ich weise darauf hin, dass ich nur noch ein einziges Mal mahnen werde und das Mikrofon abschalte. Das steht in der Geschäftsordnung. Unabhängig davon muss ich zwei sitzungsleitende Bemerkungen machen. Zunächst liegen mir für die laufende namentliche Abstimmung mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Und ich muss darauf hinweisen, dass der Bundeskanzler entschuldigt ist wegen des anhaltenden Besuchs des türkischen Staatspräsidenten. Nur damit da hier keine Unklarheiten aufkommen. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jens Zimmermann, SPD-Fraktion.